Hallo. Mit Hilfe von vier recht einfachen und billigen Programmen ist es möglich, einen Film wie diesen hier zu erstellen. Seit Januar 2006 gibt es den Beruf des Computeranimator. Berufskennziffer 833. Um einen Film wie diesen hier zu erstellen, braucht man eine Sprachausgabe wie zum Beispiel diese hier, die große Sprachausgabe, oder lesefix.de oder linguatech.de. Um Text in Sprache umzuwandeln. Dann kann man die Wave-Datei in einem anderen Programm, wie zum Beispiel Talking Show von Cyberlink, von einem virtuellen Sprecher sprechen lassen, der dann die Lippen synchron bewegt. Hat man dann einen Film, wo eine virtuelle Person zweidimensional seine Lippen synchron zu einer Sprachdatei bewegt, kann man diesen Film auf eine dreidimensionale Figur legen und in einem Programm wie zum Beispiel Maxon Cinema 4D verarbeiten. Anschließend unterlegt man den gerenderten Film mit der Sprachdatei in einem Programm wie zum Beispiel Uleat Video Studio 6 oder 5 oder irgendwas anderes. Fertig ist der Film. Es braucht sicherlich viel Zeit, Geduld und Talent. Aber es braucht recht wenig Geld. Denn auch ein sehr günstiger Rechner verfügt über die Fähigkeit, all das hier herzustellen. Wenn sich die Sprachausgabe noch ein wenig verbessert, dann ist bei der Erschaffung eines Filmes keine Grenze mehr gesetzt. Und es käme nur noch darauf an, wie viel von der optimalen Realität man bereit ist zu verzichten. Mein Name ist Lars Willen. Ein echter Vertöller-Regisseur. Oder auch ein wahrer Movie Fabrizio, oder Internetregisseur. Oder auch Computer Heinzie. Oder auch Computeranimator. Berufskennziffer 8 3 3